Hey Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Fiesmelder. Die letzte Einrichtungsfolge. Nächste Folge ist dann das, sozusagen, Finale, komplette Finale von Fies Simulator. Ja, so richtig in Stimmung bin ich irgendwie noch gar nicht. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie freue ich mich doch schon drauf. Also nicht von wegen, ich hab das schnell durch, also das schon auch. Irgendwie wird es komisch, nicht mehr zu, das zählt nicht mehr zu Let's Play. Freue mich schon richtig auf Teil 2. Vielleicht sollten wir uns auch noch ein Auto holen. Ja, ein Auto fand ich auch für eine gute Idee. Das hole ich uns auch noch. Schönes Auto. Nein, nicht heute. Nee, nicht jetzt. Also Sachen, die kannst du nur fallen lassen. Aber ich will es ja wirklich hinstellen. Was das angeht, wird es verdammt schwer einrichten. Deswegen denke ich, wird die Folge auch nicht mehr lang. Also wird sie nicht lange gehen. Wir haben anscheinend keine Computer mehr zum Klauen. Der normale Toaster. Eine Kaffeemaschine natürlich auch. Statt das hier. Statt dem hier, nicht das hier. Mein Deutsch mal wieder Profi. Gut. Geklaut. Oder kopiert. Ja, das wird halt spaßig. Also die Folge wird, denke ich, auch werden, also 15 Minuten oder so gehen. Wird das mal kürzer jetzt dann. Aus der letzte Folge, die wird dann wieder länger. Wenn wir jetzt auch schon wieder bei 3 Minuten sind, bei 3 Minuten. Das Auto hätte ich gerne. Deshalb. Klauen. Was können wir denn? Was steht denn da über so? Ach da. Das ist jetzt so komisch, mal ein Auto zu klauen. Die Kameras werden natürlich auch beachtet. Den Fernseher würde ich noch gerne haben und eine Konsole. Fernseher müssten wir bei den Washingtons noch haben. Die Konsole. I don't know. Konsole ist jetzt auch nicht wichtig eigentlich. Die letzten Folgen sind eigentlich noch ein bisschen uninteressanter. So, wo steht unser Auto? Wo ist es? Ach da. Nee, die Müllautos. Dass uns ja keine Müll ist. Nur schon kein Müll. Kann ich eigentlich meine Fenster auch reinschlagen? Oh. Ups. Passiert ja mal. Ach, die kann ich richtig hinstellen. Warum kann ich die hier hinstellen, aber nicht die? Mal wieder das Dümmste, was ich je gehört habe. So. Perfekt. Also die Folge geht immer richtig ab.
Hey, warum kann ich die? Einen Stuhl brauchen wir auch noch. Könnten auch einen Stehsel da machen, aber. Hä, das kann ich jetzt hier wieder nicht. Was? Hä? Ja, mache ich das hier auf dem Boden. Die Festplatte, die kommt hier irgendwie hin. So, die Festplatte zum Aufnehmen. Ach, nicht fallen lassen. Die kommt dann hier hin. Sieht doch schon eigentlich ganz schick aus. Hier irgendwas halten? Nein, alles ein Quickslot. Ach, das stimmt. Die Sprengstoff haben wir auch noch. Das ist doch hier schon ein schönes Setup. Ich glaube noch ein PC-Monitor und so ein Kack. Da würde ich sagen, brechen wir in die Industrial Stream ein. Denke ich. Ah ne, Stühle gibt es da nicht. Obwohl, kann man überhaupt Stühle? Obwohl, ne, ich glaube, wir haben Stühle da zum Kaufen. Muss noch gucken. Na, Stühle kann man ja gar nicht klauen. Einfach Stühle klauen. Wer kauft denn bitte Stühle? Na, die hätte ich gerne noch. So, was ist noch fehlt? Ein Handy. Obwohl das Lager. Ah ne, hier sind gerade in der Autoschrank. Ich sie mal ausprobieren kann. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt dazu gehört, aber. Ist ja egal. Das ist jetzt für die Fiefsmeter. Die kann man schon ein bisschen was falsch machen. Für Sachen schon eingebrochen. Da kann ein Einbruch auch ein bisschen mal falsch laufen. Die restlichen haben immer geklappt. So. Geh mal bitte weg hier. Bitte weg. Bitte, bitte. Oh. So, und wie finde ich das Hacken? Ist jetzt mega einfach. Vielleicht extra so? Ich weiß nicht. Ach, hier eine Kinokamera. Ein Laptop. Ein Laptop immer gut. Ein Laptop brauche ich keine Tastatur. Router kann man ja nur hinschmeißen, das will ich ja nicht. Server brauche ich ja nicht. Hier ist ja doch ein PC. Aber hier kann es so richtig hinstellen. Ein Radio kann ich auch noch mitnehmen. Aktenvernichter brauche ich nicht. Eine zweite Festplatte hat nie. Telefon brauche ich nicht. Ein Projektor nehme ich den hier einfach mit. Den brauche ich da nicht. Aber wieder keine Konsole. Stimmt, die laufen. Mann, das war so gut. Industrial Tree ist halt mega schwer einzubringen.
Das sage ich, der hier schon tausendmal eingebrochen ist. Ich muss also so schnell sein, bis noch keiner vor mir war. Oder wie ich es davon noch nicht war. Belästigen Sie mich mal nicht. Suchen hier wieder mein Auto. Nee, das ist einfach zu schwer. Ist ja die Industrial Street da. Die andere ist das Software-Hotstocket einfach. Ja. Ich bin jetzt durch jedes Gelände mal ein bisschen durchgefahren. Hier zeige ich mal ein bisschen noch. Auch mal was Schönes sein hier ein bisschen. Ist das normal? Ist das bei alten Autos normal? Der Typ bemerkt das natürlich einfach nicht. Natürlich, also das Haus hier habe ich schon studiert. Kann ich eigentlich bis ganz oben klettern hier, oder? So wie ein bisschen unlogisch. Theoretisch könnte man es ja. Wahrscheinlich kannst du es mit irgendwelchen Glitches und so. Geht Beute, wenn man den legen kann. Alles mitnehmen, was ich brauchen könnte. Scanner brauche ich nicht. Wofür denn? PC-Bildschirm brauche ich nicht. Ich habe ein iMac, den Bildschirm. So. Polizei weg ist, können wir abhauen. Das ist doch easy peasy. Die KI habe ich ja sowieso studiert. Das weiß ja, wie das funktioniert. Super, super, super. Was noch? Was ist eigentlich für ein Drecks-PC, der hier oben steht? PC-Tastatur? Nee, wir nehmen schon die iMac-Sachen. So. Wir haben es geschafft. Ich bin zwar so ein bisschen aufgeflogen, aber das ist nicht schlimm. Ganze PC-Sachen sind zwar schön und gut, aber hier im Spiel möchte ich iMac sein. Team iMac. In Real Life eher nicht so, aber im Game, why not? Why not? Ist das ein Server? Ja. Vorher scheiß drauf, den nehmen wir jetzt auch noch mit. Das hier ist zu schwer.
Bitte, bitte. Dann richten wir jetzt gleich noch was ein und dann schon letzte Folge. Die dauert ja, denke ich, nicht so lange. Ich will hier letzte Folge wahrscheinlich noch ein bisschen Feinschliff machen. Richte ich jetzt in der nächsten Folge ein. Also, das war's mit dieser Folge. Bis nächstes Mal und ciao. Leute.